Gute, alle guten Dinge sind drei, heißt jetzt das so schön. Das erste Mal habe ich schon ein Foto gemacht, das zweite Mal habe ich schon beim Video eben den Kopf abgeschnitten. So, also nochmal von vorne. Die Uhr sieht momentan so aus. Das ist jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe mir mit einem V-Notfräser, der kam, der ist schon seit einer Woche da. So sieht das Ding halt aus, einen kleinen spitz und scharf. Habe ich die Konturen, die ich mir nochmal vorhin im mühselig mit Bleistift nachgezeichnet habe, habe ich erstmal außenrum nachgefräst, dass ich sehe, wo ich überhaupt langfahren muss. Das war schon mühselig und schon Krampf in der Hand. Dann bin ich mit einer anderen Fräse, habe ich praktisch die Innenfläche gerade gefräst auf eine Höhe. Ja. Ja, dann habe ich es mal ein bisschen grob geschliffen und Stab abgemacht und habe die dann geflammt. Ja, das heißt, ich habe auch eine kleine Gaspanne, die Handbrenner angeschmissen und habe das alles erstmal so angekurbelt, ne? Und habe es eben abgeschliffen. Dann habe ich es nochmal ein bisschen nachgespachtelt, hier da, wo die Klebestelle waren, mit dem Eichendunkel und habe dann mit dem kleinen Fräschen, habe ich hier die Kante so ein bisschen gebrochen. Ne? Ich denke mal, das sieht ja ganz so nicht verkehrt aus. Ne? Mit der Anne muss ich mal gucken, da werde ich schon ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr Mühe geben. Vielleicht finde ich ja jemand, der so eine CNC-Fräse hat, wo man das Ding einspannt und dann fährt der Computer mit seiner Fräse praktisch diese Zahlen ab. Und dann ist das alles gleichmäßig. Ja. Ist zwar dann nicht mehr handmade, ja, mit den Zahlen, aber ja, ich muss mal gucken. So ein Ding kostet 1000 Euro, das kauft man sich nicht einfach so. Ja. Also für 1000 Euro, da ich schon was anderes kaufe. Nur nicht so ein CNC. Vielleicht hat ja irgendjemand sowas, ich weiß es noch nicht. Ja, vielleicht meldet sich ja jemand, wenn er es auf YouTube sieht, der hier irgendwo im Rheingau wohnt und der so ein Ding hat, der könnte mir da vielleicht schon aushelfen. Naja, gut, wir sehen mal weiter. Ich mache das, ich tue das jetzt erstmal Öle. Ja, das dauert nicht allzu lang. Dann lasse ich es trocknen und heute Nachmittag, ich gehe jetzt nuff, machen was zu essen. Und dann setze ich das Uhrwerk ein und mache noch, das macht hier einfach ein bisschen Vertiefung, werde ich auch ausfräsen, muss ich mal gucken, ob ich das am Tisch mache. Oder hier per Hand so ein kleines Ding mache. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Irgendwo habe ich das Uhrwerk. Da ist es, ja. Und dann werde ich das einsetzen. Löchelchen dran machen, irgendwie ein Haken. Mal gucken. Dann die vor allen Dingen eins nicht vergessen, die 12 nach oben. Ja, und dann kommt das Ding an die Wand. Dann werden wir sehen, was passiert. Ne? Ich stehe da, ich melde mich wieder. Bis dann, gute.